Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge 377 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Unsere Aufgabe ist es hier, Gäste nach Waldeck zu bringen und diese Gäste sind hier in Floto am Bahnhof. Da sind die 80.000, die wollen wir jetzt rüber fördern nach da und dieser Zug ist dafür wahrscheinlich schon voll ausgelastet oder nicht, ist er nicht. Wieso sind da nur vier Personen drin, da passt doch was nicht. Der hätte doch voll sein müssen, wenn da 80.000 stehen, ne? Wo fahren die denn bitte schön lang? Der ist ausgelastet. Wieso der nicht? Jetzt ist er voll, ist klar, auf dem Rückweg. Da müssen wir auf jeden Fall nach dem Intro mal gucken, warum der eine jetzt da gerade mit vier Personen nur lang fuhr, ne? Schauen wir mal, oder war der schon da? Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Bis gleich. So, also er hat 362 und er auch. Und er steht jetzt hier vorm Bahnübergang, was auch geil ist. Achso, weil ein Zug da, glaube ich, jetzt nicht runterfährt, rausfährt. Deswegen muss er warten. So, und jetzt fährt er aber rein, oder? Ja, macht er. Okay, da war jetzt die Straßenbahn im Weg. Ja, aber das ist erstmal alles gut. Von der Länge her passt er ja wohl rein, ne? So. Entlädt die auch alle und wird wahrscheinlich wieder laden und sind auch tatsächlich alle drin. Also war das wohl gerade ein Anzeigefehler oder ich habe zu spät geguckt und der war schon im Bahndamm. Könnt ihr im Video wahrscheinlich besser nachvollziehen wie ich. Gut, das bedeutet, dass wir hier jetzt definitiv noch mehr Kapazitäten haben müssen. Ne? Warum klappt das jetzt nicht? Das ist kein langes Stück, wo das ist. Ne? Aber das Entscheidende ist, fahren ja nur so ein Stückchen, ne? Das Entscheidende ist, dass das, ja, hier nicht so ganz ausgeht. Was haben wir denn für Möglichkeiten, ne? Straßenbahn, Magnetschwebebahn, oder was machen wir? Wäre mal was anderes, hatten wir noch nicht, ne? 70 km erhöht. Schwebebahnbrücke. Kann man die denn dann hier so drüber bauen oder nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann ich denn jetzt dieses hier bauen? Nee, ne? Nee. Geht das erhöht? Ah, erhöht geht. Wenn ich das jetzt hier erhöht weiterziehe. Das sah jetzt nicht so cool aus. Okay, das hat geklappt. Müssen wir das nochmal schauen. Wie kriegen wir aber da einen Bahnhof hin? Schwebebahnstation. Hoch. Kriege ich die auch hier drüber? Wohl nicht. Halte können nur auf Geraden. Was stand da? Verstehe ich jetzt nicht. Halte. Schwebebahnstation hoch. Achso, ich muss glaube wahrscheinlich erst das Gleis bauen. Geht das so hin? Nee. Okay. Das sieht natürlich richtig schlecht jetzt hier gerade aus, ne? Warte, lass das mal abreißen. Wie kriege ich das denn da jetzt wieder weg? Hm? Das war ein Satz mit X, das war wohl nix, oder? So, jetzt aber. Jetzt hat's gepasst. Jetzt nochmal das Ganze dahin, und zwar von da nach da über den da, ne?
So, jetzt müsste es klappen, oder? Oh. Ist jetzt nicht so cool, das Ding da so zu bauen, ne? Was ist das jetzt hier? Jetzt hat das geklappt. Aber der muss von da nach da weg. Kann das sein, dass es jetzt passt? Und jetzt kriegen wir bestimmt auch noch diesen Halt hin, oder? Ja, das sieht gut aus. Krass, oder? So, und da war noch ein Schnitzer drin, oder? Ne, da ging es hoch. Okay, dann passt das. Okay, dann müssen wir hier noch weiter bauen. Kriege ich das denn hier so gebaut? Wieso geht das jetzt gerade hier jetzt nicht mehr? Ach so, okay, das waren zwei Ebenen dann. Und das ist die zweite Ebene, sehr schön. Und jetzt müsste ich hier hin, ne, oder? Und jetzt müsste ich hier bis nach da bauen. Jetzt kann ich den Bahnhof da bauen, oder? Sechs. Jetzt habe ich die sechste gebaut. Jetzt wird der Bahnsteig da oben hingebaut. Jetzt muss ich aber noch irgendwo so ein Depot bauen. Ich glaube, das mache ich hier hinten in der Kurve, oder? Da sieht das ganz cool aus. Dann machen wir hier einfach geradeaus weiter. Hätten wir natürlich vorhin auch stehen lassen können, wahrscheinlich. Kleiner Schwebebahnhof. Ne, machen wir keinen kleinen, wir wollen einen großen machen, ne? Jetzt wird der gebaut. Jetzt kann ich den aufrufen. Ich glaube, sind wir irgendwie falsch. Kriege ich jetzt den Bahnhof hier auf? Wo ist der jetzt hier? Das ist eine Haltestelle, oder? Warte, mach das nochmal auf. Schwebebahnhof. Aha, ist doch ein Bahnhof, ist kein Depot. Das Depot ist hier vorne, alles klar, da haben wir einen Fehler gemacht, da muss es wieder weg. So sieht es erstmal gut aus. Und jetzt muss das Depot dahin. So passt. Oder? Das sieht doch gut aus, oder? Da ist das Fundament. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So. Also das muss Zug 1 sein, ne? Haltlänge 1. Und jetzt kann ich da nichts mehr dran hängen. Noch besser, oder? 204 fahren damit. Ich würde da gerne jetzt noch was dran hängen und das geht nicht. Kann ich nur so einen Gondelwagen da machen? Das geht ja gar nicht. Ja, wofür sind denn die anderen alle? Achso, sind automatischen, ja, sieht man schon, ne? Alle Teile dran gebaut. Fahrplan. Fahrplan zur Linie. Den halt. Mit dem halt. Und das ist Magnet-Schwebebahn. MSB. Floto. Waldeck. Und fertig. Und
Jetzt ist das hier schon wieder weg. Linie 62 hat auch keinen Namen gekriegt. Haben wir vergessen, Enter zu drücken natürlich. Starte das einfach mal. Findet keinen Weg mehr. Ist ja krass, oder? Fahrplan. Machen wir mal andersrum. Vielleicht klappt das dann mit dem Fahrplan. Das ist Magnet, Schwebe, Bahn. Floto Waldeck. Schuss. Jetzt haben wir schon mal die Linie umbenannt. Und jetzt? Oh. Starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Achso, dann muss ich hier oben jetzt das ändern. Und jetzt starten. Findet keinen Weg mehr. Na, schade, ne? Wo hat es denn nicht geklappt? Monorail hier. Starten. Findet keinen Weg mehr. Wo ist denn hier eine Unterbrechung? Sehe ich nirgendwo, ne? Hier sieht es doch auch gut aus, oder? Tja. Aha. Okay, das bedeutet, das ist wohl zu hoch da drin, oder? Kann das sein? Kriege ich das jetzt irgendwie anders hin? Oh oh. Ich glaube, den verkaufen wir mal, müssen das hier jetzt wegreißen, wenn es geht. Dieser Boden ist ungeeignet, ja. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem gerade, ne? Wie wird ich das Ding denn jetzt los? Wie werde ich das Ding los? Gar nicht. Kann ich es hier abreißen? Nein, ne? Wohl nicht. Geht's hier mit? Jetzt habe ich das obere Teil nur noch stehen. Auch sehr interessant, ne? Wie war das denn hier mit? Position 1. Nee. Sind noch Fahrzeuge im Depot? Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Verkaufen. Verkaufen. Nee. Verkaufen. Gut. Jetzt müsste ich es abreißen können, oder? Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Und diesmal richtig. Das sieht schon wieder schwierig aus, ne? So, auf ein neues. So, jetzt hat's gepasst. So, Depot steht da. Jetzt
Jetzt baut er das wieder hoch, oder? Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Starten. Findet keinen Weg mehr. Ist die Linie fertig? Gestaltet sich gerade schwierig, oder? Das ist schon da oben. Und das ist auch da oben. So, und wo ist jetzt das Problem, dass das nicht fahren kann? Ist das zu hoch? Das ist zu hoch. Da ist unser Problem. Okay. Wie kriege ich aber dieses Fahrzeug nach oben? Warte mal, ich muss das mal hier gerade ausprobieren. Ah, so ist das niedrig. Gut. Okay, das haben wir schon mal verstanden erstmal. Und das hier ist jetzt noch ein Problem, oder? Aber das, nee, das muss richtig sein. Ich sehe ja da oben. Aber warte, die Anbindung von hier nach da passt da nicht, oder? Oh oh. Schwebebahnbrücke. Nee, das ist es nicht. Ja, jetzt haben wir was Tolles entdeckt sozusagen oder was Tolles gebaut, wo wir gedacht hätten, das funktioniert, aber tut's gar nicht. Der wartet auf freie Strecke, weil er die Dingens ist. Wo ist hier das Problem dann? Das sieht jetzt mal richtig schlecht aus. Jetzt nochmal auf Neues. So, ich glaube, jetzt könnte es vielleicht klappen, wenn das Problem war, da rauszufahren. Nee, es war nicht das Problem, da rauszufahren. Aber hier geht doch alles richtig, oder? Das ist bestimmt wieder so ein Ding, wo irgendwo zwei Teile nicht richtig zueinander gebaut sind, oder? Ja, ich weiß nicht, wo der Haken da ist. Hat einer schon mal so eine Bahn gebaut? Weiß er, wie es geht? Ich weiß es gerade nicht so wirklich. Diese Schwebebahn findet jetzt wieder keinen Weg. Hier sieht es auch so aus, als ob das nicht passt, ne? Mann, das ist ja jetzt voll doof. So. Hier fehlt jetzt aber was, ne? Und jetzt? Das passt jetzt aber nicht, ne? Doch, das passt. Ich glaube, das ist jetzt richtig, ne? Krass. Okay, dann sind wir mit dem Hoch falsch unterwegs gewesen.
Und das gleiche müssen wir dann hier machen, das nochmal abreißen. Und das nochmal dahin. So passt es und dann müsste der ja da auch richtig sein, ne? Ich weiß nur nicht, ob die Züge jetzt da drunter fahren können. So, jetzt müssen wir nochmal die Linie gucken. Vielleicht passt es auch nicht, weil es dann doch zu hoch ist. Auf jeden Fall fährt er. Also hat nicht gemeckert, sagen wir so. Verlässt Depot. Da ist er. So, 204 Fahrgäste und die müssen jetzt nur schnell fahren, ne? Das ist jetzt unser Problem wahrscheinlich, dass die nicht schnell fährt. Die Wuppertaler Schwebebahn. Denn was anderes ist es nicht. Wenn man wagen, sieht das ganz danach aus. Maximal 75 km/h. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die etwas schneller ist. Ja, das hätten wir uns auch sparen können, ne? Ja, das sieht jetzt nicht so aus, als ob das fix ist, oder? Der Vorteil ist, die fährt durch. Die da unten muss warten, weil da irgendwo eine Straßenbahn im Weg ist oder sowas. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir da eine Ringbahn rausmachen oder sowas. Das wäre vielleicht noch eine Idee, ne? Anders kann ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen. Also dieser Zug, der hat es jetzt nicht da reingeschafft, während er es da rein schafft. Also das ist schon mal ein Vorteil. Weil die wird jetzt durch niemanden ausgebremst. Allerdings, wenn ich sehe, wie ne, schnell das Ganze fährt, ist das so ein bisschen schade. Aber wir haben eine andere Alternative mal gefunden, die wir noch nie gebaut haben. Und die haben wir jetzt auch. Und dann schauen wir mal weiter. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.